Ja, hallo zusammen. Wir hatten ja im vorangegangenen Video die Tangentenfunktion kennengelernt und können die jetzt verwenden, um zum sogenannten Differential zu kommen. Und da zeichne ich als erstes mal wieder ein Beispiel auf von der Funktion f und dann können wir uns das da mal genau dran ansehen. Also, hier das ist jetzt wieder der Graph einer Funktion f und bisher hat x den Wert a. Und an der Stelle a haben wir den Funktionswert f von a. Und jetzt möchten wir gerne wissen, um wie viele Einheiten ändert sich der Funktionswert, wenn x jetzt um, nennen wir das mal, dx-Einheiten sich ändert. Also x steigt jetzt von dem Wert a auf den Wert a plus dx. Also ändert sich das um dx-Einheiten. Und da könnte man natürlich den Funktionswert an der neuen Stelle a plus dx ausrechnen und dann die Differenz zwischen neuem Funktionswert und altem Funktionswert und dann wüssten wir exakt, wie sich der Funktionswert ändert. Das kann ein bisschen kompliziert sein, wenn die Funktion kompliziert ist und da hat man jetzt eine andere Möglichkeit, die gerne in ökonomischen Zusammenhängen verwendet wird. Und zwar zeichnen wir jetzt mal wieder die Tangente ein. Wenn das jetzt hier die Tangentenfunktion ist, dann können wir doch bei der Tangentenfunktion ganz leicht ausrechnen, wie sich der Funktionswert der Tangentenfunktion geändert hat. Denn wir wissen ja, die Steigung der Tangentenfunktion ist ja immer f' von a. Und die Steigung bei einer Geraden ist ja überall gleich. Also wenn wir jetzt die Variable um eine Einheit steigen, steigt die Tangente um f' von a. Wenn die Variable um zwei Einheiten steigt, steigt die Tangente um zweimal f' von a. Und wenn die Variable um dx-Einheiten sich ändert, steigt die Tangentenfunktion um f' von a mal dx. Und dieses f' von a mal dx, das nennen wir jetzt das Differential. Ja, also das Differential ist eine Approximation für die Änderung von f, deswegen schreibt man dafür df üblicherweise hin. Dann muss man aber noch wissen, welchen Wert die Variable bisher hatte. Das ist das a, das schreibt man als Index hin. Und dann ist das Differential eine Funktion von dx, also eine Funktion, die jetzt für jede Änderung der Variable, für jedes dx angibt, wie viel ändert sich denn dann die Tangentenfunktion. Und damit angibt, wie viel ändert sich so ungefähr die Funktion. Ja, und das ist nichts anderes als f' von a mal dx. Und das ist jetzt eine Approximation für die Änderung der Funktion. Also mit dem Differential weiß ich, um wie viel ändert sich ausgehend von dieser Stelle a, wo der Funktionswert f von a ist, wie viel ändert sich davon ausgehend der Funktionswert der Tangentenfunktion. Und damit wissen wir, wie viel ändert sich so ungefähr der Funktionswert der Funktion f, wenn x vom Wert a auf den neuen Wert a plus dx erhöht wird, also um dx-Einheiten erhöht wird. Ja, also das ist die approximative Änderung, die ungefähre Änderung von f, wenn x von x gleich a um dx-Einheiten erhöht wird. Und das Einzige, was ich machen muss, ich muss die Ableitung ausrechnen. Und an der Stelle a, die Ableitung ist einfach eine Zahl, das ist die Steigung. Und das nur mit dem dx, um wie viele Einheiten sich die Variable ändert, multiplizieren. Das ist auch eine Zahl. Und dann muss ich nur zwei Zahlen multiplizieren, weiß dann, wie sich die Tangentenfunktion ändert und damit so ungefähr, wie sich die Funktion ändert. Und dabei begehen wir ja einen kleinen Fehler. Das ist ja hier dieser Unterschied zwischen der tatsächlichen Änderung der Funktion und der Änderung der Tangentenfunktion. Das ist dann der Fehler, den wir durch die Approximation begehen. Ja, und da sieht man ja, solange die Variable sich nur wenig ändert, also solange das dx hier klein ist, sehen wir, dass die Tangentenfunktion und die Funktion ziemlich gut übereinstimmen. Und da der Fehler sehr klein ist. Deswegen ist das nur eine lokale Approximation.
Das funktioniert nur lokal ganz gut. Und wenn jetzt die Funktion stark gekrümmt ist, dann wird natürlich der Fehler sehr schnell recht groß. Und dann haben wir natürlich da sehr schnell sehr ungenaue Angaben, wie sich die Funktion ändert. Aber solange die Änderung dx nur sehr klein ist, können wir das als gute Approximation für die Änderung des Funktionswerts verwenden. Und das lässt sich jetzt ganz einfach ausrechnen und das werden wir dann im Beispiel im nächsten Video uns ansehen. Bis bald!